So, und natürlich möchte ich euch gerne auch eine kleine Kostprobe aus einem dieser Bücher vorlesen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich lese euch aus dem Kapitel 10 von Jackie Marone, rettet die drei kleinen Schweinchen, eine besonders spannende Stelle vor. Ganz kurz zum Fall. Die drei kleinen Schweinchen betreiben ein Baugeschäft. Nämlich, sie haben einen ganz besonderen Stein erfunden, den Schweinsteinstein. Und mit dem bauen sie ganz besonders tolle und auch besonders sichere Häuser. Dieses Baugeschäft floriert, nur haben sie im Moment ein Problem. Sie bauen nämlich vor den Toren der kleinen Stadt Bremen gerade wieder neue Häuser auf. Und jede Nacht erscheint auf der Baustelle ein Phantom, was dafür sorgt, dass das, was am Tag mühevoll aufgebaut wurde, in der Nacht wieder abgebaut wurde. Mit dem Ergebnis, dass diese Baustelle überhaupt nicht fertig wird, die Häuser leider überhaupt nicht entstehen können und die Leute, die in diese Häuser gerne einziehen möchten, ziemlich sauer sind. Die kleinen, drei kleinen Schweinchengeschwister haben also ein echtes Problem und klar, wen beauftragen sie mit diesem Fall? Jackie Marone. Und der nimmt auch an, der hat nämlich gerade selber wieder gar nichts zu tun und ist also froh, diesen Fall zu übernehmen. Klar, dass er nicht unvorbereitet in diese Sache hineinzieht. Er will sich auf die Lauer legen und zwar in der Nacht auf der Baustelle. Und na klar, nimmt er dazu auch einiges an Zubehör mit. Er packt sich seine tollen Superlauscher ein. Er nimmt sich natürlich eine Dose Sprühsal mit. Er hat auch seine Spionierbrille im Gepäck und auch einen Teleskopgürtel, der sich auf 25 Meter Länge herausziehen lässt und mit dem er sich also jetzt in der Nacht auf die Lauer legt und versucht, das Phantom zu fangen. Jackie kletterte auf ein Baugerüst, das an einem Haus in der Mitte des Bauplatzes stand. Ja, das war der perfekte Ort, um die ganze Baustelle bestens im Blick zu behalten. Er war ein bisschen aufgeregt, denn es würde nicht mehr lange dauern, bis die Sonne unterging. Nun war es Zeit für seine Superlauscher. Diese Fellkopfhörer sahen aus wie seine eigenen Ohren. Aber sie waren mit tausendfacher Verstärkung seiner normalen Hörkraft echte Superlauscher. Da entging Jackie nicht mal das Husten einer Ameise im Umkreis von 5 Kilometern. Nachdem er also die falschen Ohren auf seine echten gesetzt hatte, klebte er den mobilen Bewegungsmelder mit Ultraklebeband am Baugerüst fest. Jackie war startklar. Aufmerksam spähte und lauschte er in die Dämmerung. Und schon bald war es stockdunkel. Etwas knisterte in seinen Lauschohren. Jackie stand kerzengerade am Baugerüst und versuchte, in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Der Bewegungsmelder sprang an und warf sein helles Licht auf ein paar alte Mörteltüten, die vom Wind getrieben lustig über den Bauplatz flogen und dabei knisterten. Fehlalarm. Jackie biss zur Stärkung erst einmal in sein Butterbrot. Dann setzte er sich wieder auf den Eimer, den er sich als Hocker auf das Gerüst gestellt hatte. Er schaute auf die Uhr. Die Leuchtziffern zeigten schon 11. Langsam wurde er müde. Außerdem bedauerte er es, nicht zu Hause zu sein und die nächste Folge seiner Lieblingskrimisendung sehen zu können. Da wäre es jetzt viel gemütlicher auf seinem Sofa mit einer Tüte Chips. Doch kaum hatte er diesen Gedanken zu Ende gedacht, da hörte er etwas in seinen Lauschern. Es klang wie Schritte, federnde Schritte. Mit einem Klack erleuchtete der Bewegungsmelder erneut die Baustelle. Jackie sprang auf und sah gerade noch einen schwarzen Schatten in dem Toilettenhäuschen verschwinden, nahe der Baustelleneinfahrt. Das war Jackie beobachtete, wie die Tür vorsichtig zugezogen wurde, und dann hörte er ein Plätschern, also sowas.
Ohne das Klohäuschen aus den Augen zu lassen, klinkte sich Jackie mit seiner Gürtelschnalle, die gleichzeitig ein Karabinerhaken war, am Baugerüst fest. Fast geräuschlos und mit affenartiger Geschwindigkeit ließ Jackie sich an seinem Teleskopmantelgürtel von der dritten Etage auf den Boden gleiten. Leider entstand dabei so ein Fahrtwind, dass ihm seine Superlauscher schon in der zweiten Etage von den Ohren wehten. Egal, dachte Jackie, dann höre ich eben mit meinen echten Ohren. Er durfte jetzt keine Zeit verlieren. Lautlos, wie ein Fuchs, der sich an seine Beute heranpirscht, schlich er über den Sandboden und fingerte dabei in seiner Manteltasche schon nach der Dose Sprühseil. Es war totenstill auf der Baustelle. Direkt vor dem Klohäuschen brachte sich Jackie Marone in Stellung. Er atmete tief ein, wie er es in seinem Selbstverteidigungskurs gelernt hatte. Dann zählte er im Geist bis drei und riss mit einem ohrenbetäubenden Wah! Die Toilettentür auf. Die Toilette war leer. Wenn man mal von dem abgenudelten Klopapier absah, das sich auf dem ganzen Boden verteilt hatte. Hä? Was war das denn? Er hatte doch das Klohäuschen nicht eine Minute aus den Augen gelassen. Der schwarze Schatten war doch nicht etwa in die Toilette? Jackie hielt sich die Nase zu und warf einen tiefen Blick in die Kloschüssel. Das war ein Fehler. Denn genau in diesem Moment wurde die Tür von außen zugeknallt. Jackie warf sich mit voller Wucht dagegen, aber die Tür war und blieb zu. So ein Mist. Jackie saß in der Falle. Es gab wirklich schönere Orte, um die Nacht zu verbringen. Jackie trommelte wie ein Verrückter gegen die Tür. Hey, lass mich raus, du! Wer immer du auch bist, das ist wirklich das Letzte. Rauslassen, hier riecht's total schlimm. Aber natürlich schrie Jackie völlig umsonst. Hier kam ihm niemand zu Hilfe, denn die Bremer gingen zeitig ins Bett und auf einer Baustelle kam nachts sowieso keiner vorbei. Jackie würde die Nacht in diesem stinkenden Bauklo verbringen müssen. Eine Katastrophe, eigentlich. Aber es kam noch schlimmer. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, vielleicht mache ich in den nächsten Tagen noch einmal ein kleines Stückchen Lesung hinterher. Ansonsten könnt ihr es nachlesen in diesem wunderbaren Buch.